zusammen und herzlich willkommen bei My Golden Aiko. Ich habe heute ein Unboxing für euch und zwar die Lieblingbox Herbstbox. Hier ist das gute Stück und wir legen direkt los. Hoppa! Oh nein, es ist nicht ganz aufgegangen. So, so schaut's aus. Schön herbstlich mit der Farbe Orange. Für die, die die Lieblingbox nicht kennen, die Lieblingbox ist immer in 5 Kategorien aufgeteilt. Spielen, Gesundheit, Ernährung, Nützliches, Saisonales und Frauchen, Herrchen. Außerdem gibt es immer ein kleines Extra dabei, das ist dieses hier in unserem Fall, und zwar Salamipralinen Lamm. So, sehr niedlich eingepackt und das darf Aiki auch sofort verputzen. Aiki, du hast auch schon richtig Lust, wie ich hier merke. Das hätten wir dann auch erledigt. Das hier ist übrigens Elvis. Und Elvis ist der Hund der beiden Gründerinnen der Lieblingbox. Und der hilft immer tatkräftig beim Packen und beim Aussuchen der besten Produkte mit. Und dann fangen wir mal an, das Ganze zu öffnen. Wow! Hier kommt mir als allererstes schon mal ein riesiger Bär entgegen. Wow, der ist echt groß. Ja, Aiki, den findest du toll, ha? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieser Bär hier zur Kategorie Spielen gehört. Hier haben wir einmal Ökotex zertifizierter Kuschelbär von Petlando. Unverbindliche Preisempfehlung 14,99 Euro. So schaut er aus. Wirklich sehr, sehr knuffig und niedlich. Und ziemlich groß. Ich fühle mal, Squeezer hat er, glaube ich, nicht drin. Das finde ich ziemlich cool. Nee, hat er nicht drin. Kein Squeezer, Aiki. Ach, steht hier auch. Ohne nervigen Squeezer. Sehr schön. Aiki, du möchtest den Bären direkt haben? Ja, sehe ich das richtig? Dann mache ich dir das hier mal ab. Tada! Verpackung ist ab. Aiki, und du darfst jetzt den Bären haben. Ja, fein. Bitteschön. Okay, machen wir weiter. Da kommt mir direkt etwas entgegen, und zwar Herbst Edition Lamm und Kürbis. Reines Fleisch, luftgetrocknet, Buchenholzrauch. In Buchenholzrauch? Keine Ahnung. So schaut es aus. Von außen die Verpackung ist in einer Metalldose verpackt. Die riechen gut. Und so schauen die Leckerchen aus. Haben eine schöne Größe, also auch für kleine Hunde geeignet und für große natürlich. Das hier gehört zur Kategorie Ernährung. Einmal feinste und natürliche Knusperkekse. Nee, gar nicht. Was ist das denn dann? Moment, jetzt bin ich verwirrt, weil ich finde das gar nicht hier. Ah, okay. Cool. Das heutige Extra waren nicht einfach nur diese Pralinchen hier, sondern das hier ist das Extra, und zwar das herbstliche Schmankerl. Einmal Herbst Edition Eskapur Hupferl in der Dose, unverbindliche Preisempfehlung 3,99 Euro. Das finde ich ja cool. Also ist das hier in dieser Box dieses Mal das Extra, und das finde ich ja mal mega cool. Aiki, magst du die auch probieren? Da bleiben wir ja bei Lamm. Dein vorheriges Extra war ja auch Lamm. Huch, bitteschön. Ja, die schmecken Aiki sehr gut. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir zur Kategorie Ernährung. Und das hier sind Keksdieb Hundeleckerlis. Und zwar in der Richtung Kokos, was Aiko auch gut gefallen wird, denn Aiko mag Kokos sehr gern. Also hier einmal feinste und natürliche Knusperkekse von Keksdieb. Unverbindliche Preisempfehlung 3,99 Euro. So schauen sie aus. Die werde ich jetzt allerdings nicht extra aufmachen. Die verwarme jetzt noch, Aiki. Ne? Und die bekommst du dann irgendwann. Keksdieb finde ich toll, haben wir auch schon häufiger Produkte von gehabt. Waren wir immer sehr zufrieden mit und Aiki hat es immer richtig gut geschmeckt. Vielleicht interessiert euch noch, was hier drin ist. Also hier ist einmal Dinkelmehl drin, Buttermilch 28%, Margarine tatsächlich und Kokosflocken 3%. Schon von Hand hergestellt, alle Zutaten in 100% Lebensmittelqualität. The next one. Ach, okay, Lila Loves It. Lila Loves It ist eine Marke, die ich sehr gerne mag und die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann, weil sie einfach sehr natürlich sind und keine schädlichen Inhaltsstoffe haben.
Das hier sind einmal Waschhandschuhe von Lila Loves It. Feuchte Einmalhandschuhe, Reinigung und Pflege ohne Wasser, Seife und Handtücher. Für zu Hause und unterwegs dermatologisch getestet. So schaut's aus. Also das sind einmal Pflegewaschhandschuhe, die man wunderbar in die Handtasche packen kann. Und ja, es ist so, dass meine Mama ganz gerne mal im Herbst und Winter verzweifelt, wenn wir zu ihr kommen. Ich mit meinen dreckigen Gummistiefeln, Aiki mit seinen dreckigen Pfoten. Und dann müssen wir immer erst einmal alles sauber machen. Oder ich ziehe halt meine Schuhe aus, aber Aiki kann halt seine Pfoten nicht ausziehen. Und dann muss ich ihn einmal säubern. Meistens habe ich irgendwie nichts dabei, womit ich das machen kann. Und dann kriege ich von meiner Mama irgendwie einen Waschhandschuh oder sowas. Das geht natürlich auch. Hier haben wir dann unsere eigenen Waschhandschuhe dabei. Das Einzige, was ich an solchen Dingen immer nicht so gerne habe, ist der Müll quasi, der dadurch entsteht. Also es geht natürlich auch mit einem normalen Frottee-Handschuh, den man dann, so Waschhandschuh, den man dann einfach in die Wäsche packt. Hier hat man natürlich wieder Müll produziert. Wir werden sie jetzt nutzen, weil sie in der Box drin gewesen sind. Es wäre ja auch Quatsch, wenn wir es nicht tun. Aber so grundsätzlich glaube ich, ich würde es nicht nochmal nachkaufen. Ich habe auch mal sowas nachgekauft von Naturkosmetik Hund und Herrchen, aber mittlerweile sehe ich das eher mit einem ökologischen Auge und würde sagen, das ist Müll, den man nicht unbedingt produzieren muss. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt mal hier auf den Zettel. Das ist einmal es gehört zur Kategorie Nützliches Saisonales. Nee, gar nicht wahr. Mein Gott, heute ist aber auch wirklich was mit mir los. Also es gehört zur Kategorie Gesundheit. Einmal pflegende Waschhandschuhe von Lila Loves It. Unverbindliche Preisempfehlung 4,50 €. Als nächstes habe ich hier, ich würde sagen, dass das Tee ist, Harmonietee, Bio-Gewürz-Früchtetee-Mischung von Sonnentor. Hildegard von Bingen soll das wahrscheinlich hier vorne drauf sein. Da steht nämlich auch Hildegard drauf. So schaut das Ganze aus. Eine harmonische Mischung für all jene, die innere Balance und Ausgleich finden wollen. Der mildwürzige Tee kann den ganzen Tag über genossen werden. Also gerade Tee ist etwas, was ich besonders gerne im Herbst und Winter trinke. Im Frühjahr und Sommer eigentlich gar nicht. Aber im Herbst und Winter finde ich es einfach total kuschelig und schön, mal mit einer Tasse Tee irgendwie im Wohnzimmer oder sonst wo zu sitzen. Oder auch auf der Arbeit trinke ich dann sehr gerne Tee. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und das gefällt mir eben auch so gut an der Lieblingbox, dass immer etwas auch für Frauchen dabei ist. Das gehört dann eben zur Kategorie Frauchen Herrchen. Einmal Bio-Kräutertee von Sonnentor zum Entspannen. Unverbindliche Preisempfehlung 4,99 €. Jetzt haben wir noch eine Sache in der Box. Und zwar dieses Teil hier. Aiki. Das müssen wir mal eben hier befreien von den ganzen Tüdelütz. Von der gleichen Marke wie dieser Kuschelbär von Pet Lando. Und zwar ist das hier ein Hundehandtuch. So sieht's aus, aber es hat eben eine Besonderheit, dass es diese praktischen Einschübe hat für die Hände, sodass man den Hund dann richtig schön trocken rubbeln kann. Aiki, das ist zum Beispiel wieder ein ganz tolles Handtuch, was wir ins Auto packen können. Oh, du hast hier noch überall Kletten hängen, sehe ich gerade. Schön. Hundehandtuch, schnelles Trocknen und Säubern für alle Fellarten geeignet. Dieses Handtuch hier ist aus Mikrofaser, kann man bei 60 Grad waschen. In der Größe 40 x 80 cm, also eben auch für Aiki ganz gut geeignet. Ja, das gehört zur Kategorie Nützliches Saisonales. Ein Hundehandtuch von Pet Lando, unverbindliche Preisempfehlung 9,99 €. Das war sie also nun, die Lieblingbox Herbst Edition. Uns hat der Inhalt wieder sehr gut gefallen und ich finde auch die Zusammenstellung der einzelnen Produkte ist wieder passend für den Herbst. Aiki, pfui, komm hier. Oh, wer ist das denn? Komm. Aiko mag natürlich jetzt besonders gerne hier diese Dose ausschlabbern, aber Aiki, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ja, vielen Dank für die schöne Zusammenstellung der einzelnen Produkte. Auch wenn solche Dinge hier eben viel Müll erzeugen, ist es dennoch eine Naturkosmetikmarke für Hunde. Also die kommen eben wirklich ohne Giftstoffe aus und ohne irgendwelche Zusätze, die für unsere Fellnasen nicht so gut wären. Ein Pluspunkt dafür, darauf achtet die Lieblingbox im Allgemeinen sowieso. Also es ist alles nachhaltig, ökologisch und fair produziert.
Von daher sind das auch einfach die Aspekte, weswegen wir so auf diese Lieblingbox abfahren. Ja, meine Lieben, ich werde euch unten den Link hinpacken, falls ihr auch Interesse an so einer Box habt. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch. Macht's gut, meine Lieben. Bis bald. Tschüss.